Das ist die letzte Show der Welt. Mein Name ist Conny Chaos. Herzlich willkommen. Sie sehen dabei zu bei nichts Geringerem als der Revolution des deutschsprachigen Talkshow-Formats. Willkommen bei der 3-Minuten-Show, in der alles drinnen ist, was man braucht. Gute Unterhaltung, Witz, illustre Gäste und natürlich Musik. Hier ist unsere Band, Wally. Das ist die letzte Show der Welt. Willkommen, Sie sehen zu, die letzte Show der Welt. Willkommen, nur hier fließt Blut. Er ist Autodidakter, Multi-Instrumentalist. Er ist die wahrscheinlich längste Punk-Erscheinung der Welt. Hier ist Neustadt Punks very own Mr. Zock. Ja, da kommt richtig die Musik, der davor eingespeichert. So, bitte den Platz. Ich bin im Pissoir gelandet. Ja, früher oder später, ja. Mein Bier liegt auch. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich auch. Gefällt dir? Darf ich dir ein bisschen Orangensaft anbieten? Ja, bitte. Wer hat denn diese Scheißidee gehabt? So, Zock, schön, dass du da bist. Fühlst du dich wohl und gut und geborgen? Sehr schön geborgen, auch wohl und auch gut. Okay. Wir kennen uns seit dem Jahr 2002 ziemlich genau. Damals haben wir eine junge Band gesucht, die die zweite Neustadt-Punk-Party ever eröffnen sollte. Und die Wahl fiel auf die damals noch sehr jungen, teilweise erst 15 oder 14 Jahre alten Protagonisten von Astbay. Ja, der E-Mail-Verkehr war kurz und bündig, sexuell geladen und dementsprechend auch ein Erfolg. Wie es funktioniert im Showbiz? Sensationell. Und schon wart ihr quasi die Helden. 2 Jahre später schon habe ich dich gefragt, ob du nicht mit mir mal im Rabenhof-Theater spielen willst. Ich brauchte jemanden, der Gitarre spielt beim Protest-Song-Contest. Und du hast sofort Ja gesagt, ohne Vorbehalt. Sofort würde ich nicht sagen, ich habe Ja gesagt. Ich habe mich damals noch, damals war ich noch leichter zu begeistern. Ja, du hast doch ziemlich falsch gesungen bei den Proben, finde ich. Bewusst. Es hat sich eminent gebessert, muss ich sagen. Heute schauen sich alle was von dir ab. Du spielst ja, bist ja sehr gefragt, du spielst ja nicht nur bei Astbay, du hast ja auch bei The Tiger Mask gespielt, bei den Notortenkünder natürlich, Oil and Water, bei Rent to Kill hast du ausgeholfen. Bei Behave spielst du gerade Schlagzeug ein, Roar Attack haben dich, für die bist du irgendwo hingefahren und hast mit ihnen ein paar Gigs gespielt. Wen habe ich noch vergessen? Ach ja, Black Mass. Sonst noch wer? Na, eigentlich sonst nichts. Ich hasse Understatement, furchtbar, das muss ja aufeinander prallen. Du arbeitest nebenbei zwar noch bei der Bestattung und auch bei der ERV, bist aber doch eher jemand, der bestrebt ist, als Berufsmusiker sein Leben zu unterhalten, oder? Ja, aber solange mich die ERV dafür bezahlt, als Huhn verkleidet über die Bühne zu laufen, bin ich damit auch glücklich. Verstehe ich, wäre ich auch sofort. Habe ich dir schon was zum Trinken angeboten eigentlich? Ja, ja. Achso, okay, gut. Du bist ja ein sehr, sehr umtriebiger Kerl, wie wir eben bemerkt haben. Und mir fällt das ja auch auf als dein Bandkollege. Wenn mal nicht gleich alles so klappt, wie du das gern hättest, dann kommt der ungeduldige Zock zum Vorschein. Was ich verstehe, weil du bist ein Getriebener. Du willst, dass Dinge passieren und Leerlauf kannst du gar nicht aushalten. Aber was treibt dich denn an? Wo willst du denn hin? Die Frage geht mir ein bisschen am Arsch. Ich finde, dafür ist die Zeit einfach nicht da. Das könnte alles ein bisschen schneller gehen. Gut, wir haben 3 Minuten und noch 1 Minute. Das heißt, wir kommen langsam schon zum Schluss. 2012 ist jetzt also am 21.12. quasi zu Ende für die Retortenkinder. Was wünschst du dir zu diesem glamourösen Event? Wie soll das ausschauen? Was musst du unbedingt dabei sein? Gold, Regen und Prosecco? Oder? Emotionen. Skisprung und eventuell auch mehr Skisprung. Ja. Bisschen Emotion kann ich dir jetzt bieten. Ich hege, ich bin dein... Hegen Sie, hege away. Nein, also ich wollte nur ein Dankeschön aussprechen für die schönen Retortenkindernummern, die du irgendwie so arrangiert hast, dass mehr draus wurde als ein... 3 Akkorde Pimpel-Schast, den ich versuche auf der Gitarre zu grätschen. Also vielen Dank. Bitte gerne. Gut gemacht. Ich höre es heute noch gerne an und denke mir, es gibt es ja nicht, dass die von mir sind. Ja? An die da? Ja. Ja? Traut doch, Traude. Die hast doch du aufgenommen. Das war großartig, ja. Stimmt. Da waren wir dann auch nochmal beim Protest-Song-Contest. Da hatten wir viel Spaß. Deswegen auch das Herz. Die Nummer könnte man vielleicht auch spielen am 21. Spiel die Nummer. Walli, spiel die Nummer. Kannst du die Nummer, Walli? Das ist eine spontane Band. Es war ein Ais. Ups. So, wer mit dem nichts anfangen kann, den wir aber trotzdem unsere Werbeunterbrechungen verkaufen wollen, weil wir reich, berühmt und sexy werden wollen, die kriegen jetzt Humor. Ein gespielter Witz zum Abschluss. Du bist hier, hast hier dein Drehbuch. Du bist der Arzt. Ich bin der Patient.
Und du fängst an. Guten Tag, Herr Meier, was fehlt Ihnen denn? Oh, wissen Sie, ich habe so furchtbare Angst vor der Herz-OP. Sie brauchen wirklich keine Angst haben, es kann nichts passieren. Sind Sie auch ganz sicher? Natürlich. Ich habe den Eingriff schon 68 Mal durchgeführt. Dann kann ich also hoffen. Na sicher, irgendwann muss es ja klappen, nicht? Begeisterung, ja? Gut, herzlichen Dank, Manfred. Ja. Damals noch Foxy Integer, so auch ein tolles Pseudonym, muss ich sagen. Die ersten Redoutenkinder-CD nachschlagen, bitte. Ansonsten sehen wir uns spätestens am 21.12.2012 bei der letzten Show der Welt und wir sehen uns bei der nächsten Episode Nummer 5. Ich habe noch keine Ahnung, mit wem, von wo, aber es wird unglaublich fulminant. Hier ist die Band zum Abschluss, Wally! Das ist die letzte Show der Welt, willkommen, Sie sehen zu die letzte Show der Welt, willkommen, nur hier fließt Blut, die letzte Show der Welt, willkommen, Sie sehen zu die letzte Show der Welt und jetzt wird alles Antworten. Passt, abdrehen.